Ja, die Jungs von Strintech TV, die machen einen Zweitkanal, weil die Geld geil sind. Yo, ich bin's, die verrückte Mango, und ich wünsche euch viel Spaß mit Zintalk! Ja, eine neue Folge Zintalk und wir sind ganz frisch angekommen. Hier sind noch ein paar Bauarbeiter. Ja, aber das Studio. Aber riecht noch alles frisch. Riecht noch alles relativ frisch und Gott, hast du das gesehen? Das ist auch ziemlich schick. Ja, aber wenn ihr was sehen könntet, wenn ihr das bloß sehen könntet. Ja, ich meine, braucht das drumherum. Ja, auf jeden Fall. Tja, riecht doch ganz wieso anders. Wieso machen wir eigentlich Zweitkanal? Was soll das denn? Sind wir wirklich geldgeil? Natürlich sind wir geldgeil. Wir machen uns nur wegen dem Geld. Ja, deswegen was denkt ihr denn? YouTube. Mal die Titten auf den Tisch, Leute. Und zwar Zweitkanal, wieso machen wir das? Wieso verlagern wir Scene Talk auf diesen Kanal? Und ja, das würde ich auch mal gerne wissen. Ja, ich sag's euch. Also, wir haben gemerkt, dass Scene Talk nicht jedem gefällt. Wenn wir nur labern und so, weil die Leute, die sind ja ziemlich geilen Scheiß von uns gewohnt. Das ist richtig. Ja, so Action-Sachen und Comedy und so. Ja. Und deswegen dachten wir uns, ach, dann machen wir doch einen Zweitkanal, wo wir so. Und ich meine sogar, sowas habe ich in den Kommentaren schon gelesen. Das haben wir ziemlich oft gelesen. Und deswegen dachten wir uns, okay, hey, da muss was dran sein. Die Leute haben irgendwie recht und irgendwie würden wir es, glaube ich, selber besser finden, wenn das so ein bisschen getrennt wird. Ja, einmal diese Behind-the-Scene-Take. Ja, diese Vlog-Sachen. Ja, genau, so alles drumherum, Bonusmaterial und ja. Scene-Talk, alles, wo wir labern, aber was vielleicht nicht so viel interessiert, aber dann einige doch und die gucken das lieber und die gucken das lieber, dann haben wir es getrennt und alle sind irgendwie glücklich und, oder? Ja, dann sind doch alle irgendwie glücklich. Und zum Thema, ob wir geldgeil sind, weil wir jetzt einen Zweitkanal aufmachen. Natürlich sind wir geldgeil. Ja, natürlich sind wir geldgeil. Nur leider werden wir mit dem Zweitkanal wahrscheinlich jetzt erstmal gar nicht so viel verdienen, weil ja. Wie viel Abos hat dieser Kanal jetzt gerade? Ich weiß es nicht. Das heißt, wir müssen weiterhin mit Pornos noch mehr Geld verdienen. Also, eigentlich verdienen wir jetzt weniger dadurch. Erstmal. Die erste Zeit auf jeden Fall. Und richtig. Ich weiß nicht, ob das ist ja egal, wo wir. Wisst ihr, was ich meine? Ihr könnt jetzt nicht antworten, weil wir dieses... Ja, richtig, die kann nicht antworten. Ja, jedenfalls, es riecht auch... Kennt ihr das, diese Neuwagengerüche oder diese Comic, wenn ihr einen Comic aufmacht, das riecht so, also hier riecht es gerade auch so. Nur frisch gestrichen riecht es. Frisch gestrichen. Ja, und das wäre unser heutiges Thema und deswegen haben wir auch den James-Bond-Duft-Rede-Gegenstand. Ja. Ich finde, das Wort sollte etabliert werden. Ja, benutzen wir übrigens beide. Ja, das ist richtig. Ja. Oh, das riecht echt, das ist phänomenal. Ja, Neuwagengerüche, Also, wir haben jetzt das Thema Gerüche ausgewählt. Ich bin dran, ich hatte den Gegenstand. Ja, Gerüche. Oft sagt Lars, dass ich ziemlich übel rieche. Da fühle ich mich dann oft beleidigt und dann rieche ich selber und denke mir, oh, ich stinke. Habt ihr ja Stinke? Ich bin nur ehrlich. Kennt ihr das? Es gibt, also, ich meine, Thema Mundgeruch, Thema Körpergeruch, oh, die Thema Leute. Der Sinn des Redegegenstands habe ich übrigens auch mal in den Kommentaren gelesen, ist, dass man mich nicht unterbrechen soll. Ich habe jetzt einen Redegegenstand, ja. Danke an die Leute, die mich unterstützen. Also, folgendes: Mundgeruch und Körpergeruch, die richtig übel stinken, ja. Und die Leute, die mit den Leuten zu tun haben, sollen ja nichts sagen, weil das ja direkt beleidigend ist den Personen gegenüber, obwohl man fast kotzen muss, ja. Das ist jetzt darfst du. Das ist jetzt quasi. Warte, meinst du damit mich? Nein, also Mundgeruch habe ich nicht, das finde ich übrigens auch ziemlich eklig. Ich putze mir ziemlich oft die Zähne, also mindestens zweimal am Tag. Mindestens. Ja, und im Moment rieche ich ja auch ziemlich gut. Nur finde ich, ja, dass man das mit Parfums auch übertreiben kann. Ich finde, das eine Extrem ist, richtig übelst nach Schweiß und weiß der Geier, was man gegessen hat, zu riechen. Und das andere Extrem ist dann zu meinen, oh, Parfum, ja, sich darin zu suhlen und zu baden. Das machen vorzugsweise auch manche Damen, Frauen, ja. Und man denkt, also ich finde so einen leichten, unterstützenden Geruch, oh, das, ja, sehr sexy, sehr sexy. Und was dann so, oh, ja, das riecht echt. Ja, oder manchmal ist das dann so, meine Fresse, wo kommt die denn her? Ja? So eine ganze Duftwolke. Ja? Ich hatte mal ein mega übles Erlebnis, das Anti-Beispiel, in der Straßenbahn in Köln. Da stieg so ein riesiger Fettsack rein, der war richtig übelst fett, der würde diesen ganzen Platz hier auf jeden Fall einnehmen. Er saß auch in so einem Vierer, ja, den hat er auch für sich beansprucht und der hat
Ich weiß nicht, ich glaube, das war ein Obdachloser. Ich will das Wort Penner nicht in den Mund nehmen. Nee, weil Penner ja auch beleidigend ist. Ja, richtig, deswegen sage ich Obdachloser. Also vermute ich mal jedenfalls. Oder jemand, der halt nicht die Gelegenheit hat, so oft zu baden und zu duschen und so weiter. So sah er auch aus, die Klamotten waren dreckig und so weiter. Und er kam halt rein und als er reinkam, und das war wirklich ziemlich weit weg von mir, hat es schon angefangen zu stinken. Es war richtig übel. Und dann hat er sich hingesetzt, hat diesen Vierer beansprucht und alle Leute drumherum haben auch schon so eine Fresse gezogen. Und dann hat er so eine total schwarze Banane ausgepackt und die gegessen. Und das war richtig übel am Stinken. Ja, meistens ist dann auch, was auch richtig übel ist, ist Kotzgeruch. Ja, das ist, und meistens diese Kategorie Mensch, ja, die meistens auch korpulenter sind, also sind jetzt nicht nur Obdachlose an sich, die riechen es selber nicht. Es gibt ja auch Leute, die haben, es gibt ja auch eine gewisse Krankheit, wo man halt schnell nach Schweiß stinkt und so weiter in eine Richtung. Das ist ja auch schlimm. Das ist drüsenbedingt. Ja, das ist genau so. Dagegen kann man ja auch manchmal nichts machen. Aber die Leute riechen es interessanterweise auch selber nicht. Das ist ja auch so wie bei Rauchern, die mega nach Aschenbecher richtig stinken, ja? Und die merken das ja auch selber nicht. Wie, was meinst du denn? Was meinst du denn? Die riechen echt übel, die kriegen es nicht, die kriegen es nicht mit. Ja. Oder diese Typen Menschen, die es halt selber nicht riechen. Die haben meistens auch noch die sind halt auch im Natur ein bisschen eklig. Ja, ich will jetzt wirklich nicht respektlos klingen, aber wo ich dann denke, ja, jetzt auf, also wo ich dann auch selber denke, jetzt aufstehen und zu gehen, das habe ich ab und zu überlegt, wenn mir so ein Kotzegeruch und Schweißgeruch, also eine Kombination, wo einem selber schon, wo es einem bis hier steht, ja, und dann ist es jetzt unhöflich, wenn ich aufstehe und gehe. Ja, ist es. Und deswegen bleibe ich manchmal da, um ihm Respekt zu zollen. Stinkt zwar, aber ich bleibe hier sitzen. Ja. Das Prinzip, nee, aber Kotzgerüche sind echt eklig. Ja. Da, besonders wenn man im Sommer in ein Auto gekotzt hat und das erst am nächsten Morgen checkt. Ja. Das ist ein übler Geruch, Leute. Das ist echt übel. Wie stehst du zu Scheißgerüchen? Also zu Kackhaufen? Also wenn es mein eigener im Moment ist, wenn ich da gerade sitze und habe es gerade fabriziert, wo ich denke, also da denke ich ja manchmal selber, meine Güte, danach kann da jetzt mal keiner mehr hin. Ne? Aber dann hält man es ja in dem Moment aus, weil es ja erstmal das eigene Fabrikat ist. Und dann spielt man ja auch, man bringt ja das Geschäft im günstigsten Fall schnell hinter sich, weil sonst zieht es ja auch in die Klamotten ein. Deswegen wundere ich mich ab und zu auch. Also ich wundere mich dann ab und zu auch, wie du es schaffst, so lange da zu bleiben. Weil wenn du dann dann stinkt es übelst. Dann denke ich so, ja, das zieht ja auch in die Klamotten ein. Deswegen versuche ich, ist meine Motivation, das Geschäft so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Natürlich auch mit einer gewissen Zeit, weil Stress ist nie gut. Ja? Ich demotiviere mich dann nach Hause. Ja, ja. So was wechselst du das T-Shirt. Mir ist mal aufgefallen, kennt ihr das vielleicht, wenn ihr scheißen geht, ja, ihr seid so auf dem Bad und merkt, ihr habt so eine richtige Wurst abgelegt und denkt dann irgendwann, oh, warte mal, das riecht angenehm, das riecht würzig, ist dir das schon mal probiert, ist dir das schon mal passiert, nee. dass dein Kackhaufen nach einem leckeren Essen riecht? Nein, okay, ja, ich glaube, das führt zu weit. Ich frage mal, das ist mir noch nie passiert. Ja, wie gesagt, das sind ja alles Gerüche, die mir nicht zusagen, ja, sagen wir mal so. Und ich denke, wir sollten jetzt auch hier wir sind jetzt auch von Gerüche zu Scheißen wieder gekommen. Ja, also vielleicht wäre es auch eh mal Zeit für die Kekse der Wahrheit. Ich finde, ihr haltet es noch ein bisschen mehr, kann das sein? Ich weiß, das neue Studio ist echt toll. Bist du zuerst, oder? Ich hab schon. Okay, also, seid ihr eigentlich Single, wenn ihr in einer Beziehung seid? Wie lange schon? Oh, das ist das fies, mich sowas zu fragen. Das ist ziemlich intim und außerdem weiß ich es nicht. Nein, ich glaube, ich bin schon seit fast 5 Jahren in einer Beziehung. Mit einer Frau. Krass. Mit einer Frau, Leute. Natürlich. Mit einer echten Frau. Dieses ja, aber das war an uns beide nicht, ne? Nee, das war ich. Okay, gut. Also jeder muss ja immer für sich, ne? Eben, eben. Du wurdest verschont, du Arsch. Aber es war sehr jeder. Ja. Was ist das Peinlichste, was euch in Gegenwart eines Mädchens, / Frau, passiert ist? Ah, oh, die hätte ich bekommen müssen. Ja, sollen wir mal kurz tauschen? Nee. Ja, weil das ist jetzt total langweilig. Hat auch mal eine Frau dein Arschloch gesehen, so wie ich? Nee. Erstmal, da braucht's dann, ne?
Mir fällt, also, ja, das ist echt doof. Ich bräuchte mehr Zeit zum Nachdenken. Peinlichste, was mir gegen Gegenwart einer Frau. Das Problem ist, mir ist auch nicht mehr so viel peinlich. Das weiß ich, ich kann das auch nicht. Eigentlich müsste das jemand anders. Achtung, ein Arsch! eigentlich müssten es andere für mich beantworten. Oder ich müsste mal Ex-Freundinnen fragen, ob die ein. Ich weiß es nicht. Tja, okay. Das ist echt verkackt für den ersten Scene Talk auf dem neuen Kanal. Ja, was hat er gesagt? Wieso hab ich verkackt? Schenkt uns neue peinliche Fragen für die Gangster der Wahrheit via Facebook und Twitter. Hey, bleib hier. Und, Arschloch. Und, besucht auch regelmäßig diesen neuen coolen Kanal. Auf jeden Fall. Tja, bis demnächst.